Hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Config-Check auf dem Config-Kanal. Ich habe es ja schon bei Nummer 1, bei Project Cars am Ende angekündigt. Diesmal schauen wir uns Dirt Rally an. Ah, da verschlägt es mir glatt die Sprache. Das ist jetzt das allererste Mal, dass ich Dirt Rally starte. Also ihr seid da live dabei. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie die Soundeinstellungen oder so sind, ob man mich dann gut versteht etc. Keine Speicherdaten gefunden. Blablabla, bla bla, Profil einrichten, ja, dann machen wir das noch kurz. Ja. Vorname. Ja, ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Ihr kennt's ja. So. Geschlecht, Alter. Ja, 21 bis 30 haut er ganz gut hin. Weiter. So, Einstellungen, Getriebe machen wir automatisch. Erzwungene Kamera. Kamerafoto scheint sich. Nee, gezwungen. Erzwungen hört sich schon nicht gut an. Manuelles Startsystem. Muss die Handbremse angezogen werden, bei grünem Licht losgelassen werden. Ah, nee, ist mir zu kompliziert. Zwischen 1 und Anti-Blockiersystem. Ah, stellen wir es mal auf der 3. Mal ein bisschen runtergehen, dass das nicht ganz so hoch ist, oder? Na, machen wir mal 4. Traktionskontrolle verhindert das Verstellen der Drosselklappe, dass die Reifen durchdrehen, wenn keine Traktion vorhanden ist. Na, komm, ein bisschen machen wir mal an. 5 ist das höchste, ne? Machen wir auf der 3 einfach mal probieren. Das wird, bis man dann ein geeignetes Setup hat, bestimmt ein bisschen dauern, bis man sich da zurechtgefunden hat. Stabilitätskontrolle unterstützt die Stabilität des Fahrzeuges, wodurch das Kurvenverhalten verbessert werden kann. Machen wir auch mal. Ich habe ewig kein Rallye-Spiel mehr gespielt. Also damals die allerersten Colin McRae-Teile und so die WRC-Teile, die habe ich gespielt, die habe ich auch gern gespielt, aber danach nie wieder. Da stellen wir hier mal ein bisschen was ein, dass ich mich da erstmal wieder langsam rantasten kann. Das hat, nehmen wir so, Beifahreransagen machen wir normal. Sichtfeld müssen wir ausprobieren. Verwacklungskorrektur. Wie stark sich die Kamera beim Fahren bewegt. Ja. Schauen wir uns auch so an, wie das ist. Weiter. Willkommen bei Dirt Rally. Dies ist unsere Startlinie. Du hast vielleicht den besseren besten Aufschrieb der Welt. Aber du weißt nie, was als nächstes kommt, bevor du mit Vollgas an der nächsten Etappe teilnimmst. Was ist denn Aufschrieb? Hab ich ja noch nie gehört. Deine Teilnahme am Early Access ist ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung von Dirt. Wir planen viele neue Features und Inhalte, du hast bestimmt noch einige Ideen. Gemeinsam können wir dieses Spiel weiterentwickeln und Dirt Rally somit noch für alle noch viel besser machen. Dafür brauchen wir deine Hilfe. Vielen Dank, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Ja, wie ihr es auch schon gesehen habt, Dirt Rally befindet sich noch im Early Access, also so in einem ganz frühen Stadium noch das Spiel. Kam auch recht überraschend und dann recht schnell. Das heißt, wir werden hier in dem Spiel jetzt noch nicht den vollen Umfang sehen. Es werden mit der Zeit immer noch wieder DLCs kostenlos, wird immer wieder hinzugefügt, neue Strecken, neue Autos etc. Wir sehen das Spiel also noch quasi, ja, in den Kinderschuhen steckt das Ganze jetzt noch. Aber ich habe es mir entschieden schon mal jetzt, weil es echt nicht schlecht aussah in dem, was ich bisher gesehen habe. Und ich wollte dem Spiel einfach mal eine Chance geben. Und jetzt ist es noch relativ billig, ich weiß nicht, wie viel waren es, 30 Euro oder so, oder 20 oder 30 Euro, ich kann es gar nicht mehr sagen, es ist schon zwei Wochen her oder so, als ich das gekauft habe. Und je mehr dann im Laufe der Zeit dem Spiel hinzugefügt wird, je mehr DLCs, die sind dann natürlich dann alle gleich dabei, wenn man das Spiel kauft, aber dafür ist das Spiel dann auch teurer. Deswegen habe ich jetzt gleich zugeschlagen. So, das Launch-Paket beinhaltet 17 Autos. Es interessiert uns nicht, hunderte von Autos zu haben. Mit der Rallye kommt es darauf an, das richtige Auto zu haben. Und diese Autos wollen wir dir geben. Diese 17 sind nur der Anfang. Wir werden im Laufe des Jahres mehr Autos aus noch mehr Klassen hinzufügen. Wie schon erwähnt, 36 Etappen. Gewundene Waldwege, todesverachtende Abhänge und enge Bergpfade. Darum geht's. Nur du, dein Beifahrer und dein Auto gegen die Straße vor dir. Zu Anfang geht es noch auf die matschigen Waldstrecken von Wales, die staubigen Pfade Griechenlands und den vereisten Asphalt der legendären Rallye Monte Carlo. Schlechte Erinnerungen an damalige Zeiten, Monte Carlo. Online-Events. Nimm es in täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Challenges mit der Welt auf. Du wirst alles geben müssen, um dich diesen ultimativen Herausforderungen an die Spitze zu setzen. Simulationshandling.
Wir haben genauestens nachempfunden, wie jedes einzelne Teil des Autos funktioniert. Hierbei haben wir ein brandneues Physikmodell entwickelt, das vom Verhalten des Straßenbelags bis hin zu Sperrdifferenzialen alles simuliert. So fahren sich diese Autos, um dies zu erreichen, haben wir einen... Was? So fahren sich diese Autos und... Da kommt doch gar kein Komma hin, nach vor kommt doch gar kein nach unten kommt doch gar kein Komma, meine Güte. So fahren sich diese Autos und um dies zu erreichen, haben wir einen eigenen Rallye-Fahrer eingestellt, der mit den besten Handling-Designern der Welt zusammengearbeitet hat. Wir hatten unzählige Besucher aus der Welt der Rallye, des Rallycross und Freunde aus der Community, die uns dabei geholfen haben, sicherzugehen, dass wir alles so richtig wie möglich gemacht haben, damit es für dich bereit ist. Kommt ja noch viel. Teammanagement. Du kannst Crewmitglieder einstellen und feuern, von denen jeder einzelne eigene Fähigkeiten besitzt, um Reparaturzeiten für einzelne Fahrzeugteile zu verbessern. Crewmitglieder schalten außerdem neue Boni frei, wenn sie mehr Erfahrung sammeln und arbeiten im Team zusammen, um deine Leistungen in Events zu verbessern. Wir sehen schon, wir bekommen ja jetzt schon mal grob erzählt, was uns so in dem Spiel erwartet. Wir haben dann noch die Liga-Unterstützung. Triff dich mit Freunden und betreibe deine eigene Rennliga. Du kannst bis zu 6 Ligen gleichzeitig beitreten und sie betreiben, wie und wann du willst. Mehr Informationen zum Einrichten und Betreten von Rennligen findest du unter dirtgame.com. Und jetzt muss ich niesen. Ne, musste ich doch nicht. Okay, ging wieder weg. So, okay. Na, wenn so eine Rennliga, mal schauen, wie viel sich das im Laufe der Zeit noch aus der Konfi holen. Vielleicht können wir da ja auch mal was auf die Beine stellen. Okay, wir befinden uns im Hauptmenü. Mal gucken, kann ich hier Controller-Steuerung machen? Nee, macht er nicht. Okay. Wir haben Karriere, die Ligen, ein individuelles Event, Profil, Optionen und Extra. Schauen wir erstmal in die Optionen rein. Steuerung. Kann ich hier irgendwie... Kann ich hier auf Controller umstellen? So. Wunderbar. Okay, beschleunigen, bremsen, mal zur Warten, Handbremse, nach hinten schauen, Kamera, Pause, nach links, zurücksetzen ist Y, okay, rumgucken, gut, nichts Neues, hat alles ein, in km/h, ja, lassen wir alles mal ein, Audio, also es kommt mir jetzt persönlich, so wie ich es jetzt gerade habe, nicht laut vor, ich hoffe mal, das ist so in Ordnung, dass man mich hört, mal schauen, wie es dann im Spiel drin ist, wenn der Motor dann anfängt zu krölen etc. Grafikoptionen sehr hoch. Können wir auch noch... Ne, das ist schon das höchste. Okay. Ja, nein. Ich möchte alles auf sehr hoch. Dankeschön. Mitwirkende wollen wir nicht. Rechtshinweis interessiert uns jetzt auch nicht. Ich würde sagen, bevor wir uns in die Karriere stürzen. Was sind denn die Ligen? Ist das diese Online? Ja, ich möchte mich jetzt nicht auf RaceNet... anmelden. Hill Climb, demnächst verfügbar, okay. Hill Climb ist doch wieder namisch und sagt, glaube ich, jetzt, wo man eben so einen riesigen steilen Hügel vor sich hat und möglichst weit nach oben kommen muss. Und wer dann am höchsten in dem Event kommt oder vielleicht sogar ganz hoch kommt, der hat dann gewonnen, oder? Liest sich mega interessant, also so jetzt Hill Climb, da hätte ich richtig Bock drauf. Klingt mega cool. Gibt's aber leider noch nicht. Deswegen schauen wir uns erstmal bloß die Rallye an. Was gibt's denn? Argolis, Griechenland, Powys in Wales, Monte Carlo, Monaco, ja die drei. Und dann gibt's da wahrscheinlich, ja, wir machen erstmal bloß eine Etappe. Ergebnistyp, KI-Fahrer, Schwierigkeit, boah, doch noch kein Profi. Offen, Clubman, was heißt denn das? Wir gehen mal auf Clubman, weil ein Profi bin ich ganz bestimmt noch nicht. Mal gucken, wie lang eine Etappe ist, vielleicht können wir uns jedes von den dreien mal anschauen, aber können wir starten gleich mal Classic in Monte Carlo. Genau, und hier können wir jetzt die verschiedenen Etappen uns noch anschauen. Wie viel gibt's denn hier? Gibt's gar keine Zielweise. Einige, ich habe jetzt mal auf die Stats geguckt, wann die sich wiederholen. Also es gibt schon einige hier. Zwar jetzt bloß drei Länder, aber mehrere Etappen da und das ganz schön viele. Ja, also wie gesagt, es kommen ja dann noch Länder dazu mit der Zeit. Man hat erstmal drei jetzt... zum Anfang, die man sich aussuchen kann. Ich denke, da kann man auch doch einige Zeit drin verbringen und mit der Zeit kommt dann immer was dazu. Suchen wir uns mal eine raus. Hier, fahren wir hier mal. Die hat 40% Asphalt, 38% Eis, 22% Schnee. Da haben wir nämlich von jedem was dabei. So, was ist das Schnellauswahlmenü? Ach, hier oben. Können wir nochmal schnell hin und her wechseln. Okay. Etappenverhältnisse. Ah, okay. Ja, bei... In Nacht, bei der Nacht würde ich gerne eigentlich noch nicht so fahren wollen.
machen wir erstmal zum Start mittagssonnig, da, dass wir uns erstmal reinfuchsen können. So, Autos. Schauen wir uns mal hier alles mal an. Die 60er Jahre haben wir den Mini Cooper S und die Lancia Fulvia HF. In verschiedenen Lackierungen noch. Wenn wir uns auch alle mal durchschauen. Der Lancia. Den. So, schauen wir mal den 70er Jahren. Den Fiat Abarth. Auch wieder in verschiedenen Lackierungen. Den Ford Escort, ganz klassisch. Auch hier wieder. Und den Lancia Stratos. So. Wie viel gibt es denn? Ach, gibt es doch schon einige Kategorien. Die 80er mit Heckantrieb. Den BMW Evo Rally. Den M3. Könnte ich mir vorstellen, dass man mit denen dann vielleicht mal die Etappe fahren. Den Ford Sierra Cosworth. Gefallen mir eigentlich beide Autos recht gut hier. Group B mit Allrad haben wir den MG Metro 6R4. Wird auch immer gleich angezeigt, welche Autos man neu hat. Wenn irgendwie mal DLC mit dazugekommen ist, kann man sich gleich angucken, aha, was ist neu dazugekommen. Den Audi Quattro Sport Rally mit nur einer Lackierung allerdings. Den Ford RS200. So, ist wahrscheinlich immer so ein paar Sponsorenlackierungen. Dann nochmal so zwei einfarbige, zwei, drei Stück. Den Peugeot 205. Ich glaube, mit Peugeot bin ich bei BRC damals mal ganz gern gefahren. Ich glaube, damit bin ich ganz gut zurechtgekommen. Und den Lancia Delta S4. So, Group A, den Ford Escort Cosworth, einen neuen. Okay, den Subaru Impreza Classic, natürlich eins der Rallye-Autos. Wenn man so an Rallye denkt, dann ist der Subaru Impreza immer einer der ersten Autos, die einen so in den Kopf schießen dabei. Aber diese Classic-Lackierung, wie man sie kennt, ist aber nicht dabei, ne? Die kommt dem ja am ehesten, ist ein bisschen den nachempfunden, aber diese blau-gelbe Classic-Lackierung gibt es hier nicht, wie man sie so kennt. Schade. Und der Lancia Delta Intercrail. Auch nochmal. Und dann haben wir noch aus den 2010er noch ein bisschen was Neueres. Den Mini Countryman Rally Edition. So. Und den Ford Fiesta RS Rally. Das sieht ja auch ganz schick aus. Aber wir starten mal. Ne, hier war das, oder? Ne, hier war das, wo ich hin wollte, genau. Sagen wir, starten mal mit dem BMW hier. War das der, wo ich hin wollte? Ich habe das jetzt ganz vergessen. Ich glaube schon, oder wollte ich hier hin? Nee. Ist schon richtig. Wir starten mit dem BMW. Komm, wir nehmen hier diese Lackierung. So, und da geht's schon los. Ladescreen, mal schauen, wie sich so die Ladezeiten verhalten. Col de Turini Sprint en Monte. Wahrscheinlich sowas von falsch ausgesprochen. Es geht weiter. Okay. Okay, unsere Gegner. Zwei Deutsche sind noch dabei. Ich glaube jetzt einfach mal, ich kann es nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass das reale Gegner sind. Also, dass die so die Namen, also mein, wie ich die Rallye jetzt in den letzten Jahren verfolgt habe, das hat sich auch ja an Grenzen gehalten. Ein paar Bekannte kennt man noch, aber hier, vielleicht kennt ihr ja hier zufällig einen von denen, falls es reale Fahrer sind. Ich kenne keinen. Und solche alten Haudegen wie Colin McRae und so, die fahren da sowieso schon ewig nicht mit. Da gab es noch einen, den Franzosen, der jetzt immer ganz viel gewonnen hat in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch fährt. Irgendwie, da hieß Sebastian und dann irgendwas mit L. Ich glaube, die, die sich ein bisschen damit beschäftigen, die wissen, glaube ich, wer gemeint ist. So, Fahrzeug-Setup. Was können wir denn hier? Können wir auch noch ein bisschen rumstellen. Ich habe es schon bei Project Cars erwähnt. Irgendwie kann ich mich da nicht so gerne reinfuchsen. Wer sich damit was anfangen kann, hat da bestimmt so seinen Spaß. Aber mir ist das alles ein bisschen zu... Ich vertraue meinen Mechanikern da einfach mal, wie die das so eingestellt haben. So, Event-Information. Das ist das, was wir im Ladescreen gesehen haben. Wir haben ja auch mal, habe ich noch gar nicht gesehen, die Strecke. Das geht ja gleich mit Haarnadelkurven los hier. Okay. Zwischenstand, ja, ist die aktuelle Tabelle. Testfahrt, machen wir nicht, wir nehmen sofort teil. Ist ein bisschen einzeln. Schalten wir vorsichtshalb und den Sound mal noch mal ein kleines bisschen runter.
Befehl. Okay. 3, 2, 1. Start. 15 Minuten verzeiht. Also der Beifahrer ist schon mal auf Deutsch, wird einmal alles auf Deutsch gefuckt. Okay. Wow. Okay. Rechts 5, Haltland 130. Da. Links 6, über Kuppel. Man merkt sofort, das ist ja auch. Kehre rechts, Welle am Ausgang. Ja, ich kann es gar nicht. Ich quatsche dem jetzt einfach dazwischen. Oh, Strafe 15 Sekunden. Links 4 verengt sich. 100 Kuppel. Ich quatsche dem jetzt einfach dazwischen. Ja, man merkt schon, das ist auf jeden Fall auch wieder ein Simulationsracer. Also, man merkt an der Steuerung, das ist nicht ganz so schlimm, sag ich jetzt mal, was heißt schlimm? Nicht ganz so extrem wie in Project Cars, dieses simulationslastige Fahren. Aber doch, es geht ziemlich in die Richtung, aber lässt sich ganz schick fahren eigentlich. Also, gefällt mir. Ich glaube auch, hier kann man sich ein bisschen schneller reinfuchsen, was die Steuerung des Fahrens betrifft, als noch in Project Cars. In rechts 4 lang, nicht schneiden am Ausgang. Ich möchte es eigentlich mal versuchen, links 4, die Etappe, wow, mehr oder weniger. Da habe ich eigentlich schon 20 Sekunden Rückstand, doch allgemein habe ich schon 5 Sekunden auf den ersten Fahrer verloren. Ja, aber das ist, glaube ich, den meisten so in ihrem und ersten links 2 lang, über Kreuzung, 60. Ich möchte jetzt eigentlich auch ja die erste Etappe auch mal, wow, nur aufs Fahren konzentrieren. Jetzt nicht irgendwie die Kameraposition alle mal durchschalten oder so. Das können wir dann nochmal schnell inzwischen machen, bevor wir uns der Karriere widmen. Achtung, links 5 lang. Also, wir sehen hier auch schon Schadensmodell nach dem Crash gerade eben auch schon unsere Scheibe gesprungen und äußerlich. Und rechts 6 lang, 40. Schon auch schon die ein oder andere Beule von drin. Rechts 6 über Kuppel, 60. Also sehen Sie auch oben, da wie es im Rennsport so ist, wer damit noch rechts anfangen kann. Der Beifahrer sagt uns wow, an, wie die, na, rückwärts, wie die, wie der Straßenverlauf so ist. Sagt uns an, welche Kurven als nächstes kommen. Hat er jetzt ja nicht so irgendwie, man kennt ja jetzt die Strecke jetzt nicht so wie bei Formel 1 oder so, wo man weiß, was für eine Kurve kommt. Jetzt sind wir, glaube ich, der Asphalt haben wir uns gelassen, so wie auf Schnee oder Eis. Und man merkt auch schön, dass das viel rutschiger ist. Das ist, gefällt mir, die ersten Eindrücke von dem Spiel sind echt gut, sind echt nicht verkehrt. Habe ich mich jetzt hier aufgebockt oder komme ich runter? Okay, ich komme noch runter. Wow, das rutscht ganz schön. Ja, also der Beifahrer, wir sehen es ja auch mal gezeigt, wie die Kurven sind. Wissen wir jetzt Bescheid, kommt eine lange Kurve, müssen wir vielleicht nicht ganz so vom Gas gehen wie jetzt zum Beispiel bei einer Hornadelkurve. Ist ja schön, dass das jetzt gerade kommt, aber ich glaube, der hat jetzt nicht so richtig schön reingelenkt in die Hornadelkurve. Habe ich jetzt irgendwie schon meine. Auch hier, der lenkt irgendwie nicht richtig rüber. Entweder ist gerade komisch und ich habe schon mein. Links 1 lang. Irgendwas ist bei mir kaputt gemacht, dass meine Lenkung nicht mehr richtig funktioniert und erstmal gerutscht. Wunderbar. Also, ich glaube, bis ich hier wirklich ernsthaft irgendwie mal bei der Konkurrenz mitfahren kann, geht bestimmt noch einige links Zeit. Halblang über Kuppel. Da zwei, macht so bis muss ich eins, noch einiges üben oder vielleicht anfangen, so ein bisschen Erfolg haben möchte. Zu den Beginnzeiten seiner Karriere vielleicht noch ein bisschen irgendwie. Ich weiß jetzt auch nicht so richtig, welchen Schwierigkeitsgrad ich habe. Ich mein, Profi-Meister ist klar, was ist Klappen, was ist offen. Vielleicht ist offen noch ein bisschen leichter, wie Klappen jetzt. Zwei, also mit Schwierigkeitsgrad zu einem Spiel wird sich sowieso nur erstmal auf die Gegner beschränken und nicht auf das eigene Fahren. Und vielleicht muss ich dann doch noch ein bisschen irgendwie die Traktionskontrolle herstellen, die ersten paar Rennen oder so. Schaue ich mir mal an. In offene Kehre links. Aber wir sehen, links ist so. Mach zu. Wow. Und ab. Da fliegt man runter. Ja, jetzt können wir es natürlich nicht mehr sehen. Oh, Totalschaden. Gesamtschaden 85%. Wow. Damit sind wir auch schon ausgeschieden. So schnell kann es gehen. Sind auch der Einzige, der rausgeflogen ist. Okay, der 15 hat immerhin 10 Minuten Rückstand auf den ersten, also letzter wären wir vielleicht nicht gewonnen. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir immer vielleicht eine Etappe mal zu Ende fahren können. Starten wir einfach mal noch eine. Fahren wir mal an Wales, da gibt es nicht so große Schluchten, dass man da irgendwo runterfahren könnte. Machen wir jetzt mal auf offen. Schotter, leichter Schotter, mittlerer Schotter, grober Schotter, also wir sehen, das reduziert sich hier alles auf Schotterstrecken.
Regen. Kommen wir vorne jetzt mal bei Nacht bedeckt, dass wir mal gucken, wie sich das, wie das Ganze so noch in der Nacht aussieht. Nehmen wir mal hier ganz neuen Ford Fiesta, fahren wir mal das Rennen. Mit AMD drauf, Werbung. Okay. Sieht grob zumindest schon mal ein bisschen harmlos aus, die Strecke. Ladezeiten sind in Ordnung. Was man jetzt so das erste Rennen gesehen hat, so jetzt können wir weiter müssen. Das hätten sie vielleicht dann gleich weitermachen können, weil hier gibt es ja zumindest noch nicht so viel zu sehen, aber es geht eben nicht weiter automatisch nach dem Laden, sondern muss man mal bestätigen. Dann trinke ich noch einen kurzen Schluck. So, von denen hier kenne ich auch keinen. Ich schätze einfach mal, dass das random Namen sind und keinen echten Rennfahrern nachempfunden ist. So. Okay, die haben es mir schon automatisch anders eingestellt, das Setup. Das machen die Mechaniker schon. Wäre auch ein bisschen blöd, wenn nicht. Und wir nehmen natürlich sofort am Rennen teil. Das ist natürlich so blöd, dass ich jetzt nachgemacht habe, weil ich jetzt mal ein bisschen so das Auto auch mal von außen gucken wollte und so. Ja, ich hatte schon im letzten Part, im letzten Rennen kurz angefangen. Links haben wir so eine Fortschrittsanzeige, wo wir uns gerade im Rennen finden. Wie weit wir fortgeschritten sind. Oh. Die einzelnen Striche auf der linken Spalte, die stellen wahrscheinlich die besten Punkte da, wo die Zeit gemessen wird. Checkpoint, ja, ist ein Checkpoint, soll ich sogar was kennt. Jetzt das Spiel so, aber oh, scheiße, gehabt, dann kann ich mal laden und halt Zeit-Checkpoint. Oh. Und erstmal überschlagen. Und links 630 über 2 Kunden. Okay, kommen wir allein auf die Strecke zurück, die müssen irgendwo hinholen, ne? Oh. Okay. Strafe 4 Sekunden fürs Zurücksetzen. Ja, ich glaube, das wird auch keine erfolgreiche Etappe hier. Links 4 lang über Welle. Mal gucken, wie das in der Karriere so vor sich geht, ob man da gleich so hart rangenommen wird. Über lange Kuppe. Gleich so ein paar Probleme hat. Oder ob man da anfangs ein bisschen leichte Gegner hat. Allgemein, wie das Ganze funktioniert, ob man da auch bei den rechts 6 24 Sekunden Rückstand haben. Und links 4 lang durch Senke. Ob das auch so läuft, dass man hier bei den rechts halten, über bei, der bei der letzten Klasse sozusagen anfängt und sich dann bis zu den Wagen, die ich gerade jetzt vor hochkämpfen kann. Links 6 Kuppe Welle. Oder ob man allgemein rechts einfach 6, 60. Jede Saison links 6 und Kuppe 60, rechts kann. 6 Kuppe und Kuppe vielleicht Sprung. Verdampft schon. So, ich muss jetzt einmal gucken. Wie kann ich. Kann ich überhaupt. Ah, so kann ich die Kamera besser tief ändern. Rechts 6 lang RB. Und rechts 4 okay. Kuppe. Fahren wir mal so. Links 6 innen halten, 60. Ja, kann man jetzt natürlich Kuppe schauen. Mit links 2 lang nicht schneiden. Ich suche. Ich sehe nichts. Ah, schaffen wir jetzt. Wow. Kann man jetzt natürlich nicht so viel im Dunkeln Kuppe sagen. Und rechts 6 halb lang. Ist natürlich jetzt auch 6. Sehr praktisch, dass man Licht aus ist. Eignet sich bei rechts 6, 80. Achtung, rechts 6, 60. Ja, wir sehen jetzt auf der linken Seite in der Spalte auch noch, dass die halbe Spalte dann so gut markiert ist. Das heißt, wir sind in der in unserer Zeit uns hinter dem unter der Bestzeit momentan. Wenn wir jetzt die Bestzeit hätten, wäre der Grün statt Rot. Links 6, 60, rechts 6, macht zumindest 3 durch Posten. Okay. Muss ich aber sagen, sieht man bald. Senke, Posten, links 6 über Kuppe. Wenig. Achtung, Kuppe, rechts 6, wir wissen, rechts 5 nach über Kuppe, Baumstämme außen. Wow. Ich glaube, wir hängen fest. Okay, kann man ein bisschen nutzen, sich das Schadensmodell mal anzuschauen. Ja, sieht nicht schlecht aus. Kann man sich geben. Hat ein bisschen. Ich glaube, wir müssen es erstmal zurücksetzen. Hallo? Ich möchte mich zurücksetzen. Es war noch Y. Wieso setze ich mich zurück? Ah, hier. Sieht zumindest. Ja, was heißt besser, aber. Ja, doch schon besser aus als bei Project Cars. Bei Project Cars, ich habe jetzt mittlerweile 60. Auch ein bisschen Rennen gemacht, aber auf einem anderen Fall. Es ist schon dann noch so, dass, 60. Wow, Autos, dass man links sich nicht nur die einzelnen Teile wie den Motorhaube nicht durch die Zeit abfährt, sondern dass dann auch Lackschäden da sind, dass sie einfach verbeult sind, dass man wahrscheinlich bei uns im Fall den Unterhandlungsvorschlag so hat, dass sich eben vorne gleich alles total verabschiedet hat und rechts 6 innen halten 80. Aber wenn man jetzt mal einen so ein bisschen langfährt oder so, dann hat man
vorne durchaus auch des Öfteren einfach links bin ich lang, innen halten, 130, über vielleicht da ist das hier schon ein bisschen links 6, ein extremer da schon. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Rechts 6, innen halten, Kuppe 80, rechts 5, über Kuppe 100. Da ist irgendein Reifen gepasst. Ah, natürlich ist das hier auch extremer, da man ja rechts 5, über Kuppe, ja, links 6, Achtung, bremsen, rechts, Kuppe bergab, links hab ich keinen Reifen mehr, okay. Ja, wie gesagt, es ist ja natürlich auch klar, dass die Schadensmodelle hier ein bisschen intensiver sein muss, da man früher ja auch seine Unfälle mit ein bisschen mehr Bums baut als bei Friendship Cars und da so. Also mit dem platten Reifen hatten wir überhaupt keine Chance mehr irgendwie. Rückwärtsgang funktioniert überhaupt nicht mehr. Ja, jetzt geht's wieder. Wahrscheinlich schon besser, dass es nicht mehr genug geht. Also, ich. Wow, ich bin ja jetzt sowieso nicht so affin, was jetzt Rennspiele angeht. Das hat sich erst mit 2014 angefangen, dass ich ein paar Rennspiele spiele. Also ich bin jetzt wieder nicht zu leise. Würde ich erst mit F1 2014 angefangen, dass ich mich ein bisschen in die Rennspielrichtung begeben habe, da ich da nie so drin war. Aber F1 hatte so Bock, F1 war so das. Außer Rallye damals jetzt, ich habe dann auch so gespielt, dass ich das gespielt habe. Formel 1 habe ich eigentlich nicht gespielt. Formel 1 war auch so Formel 1 2000, Formel 1 2002. Dann habe ich glaube ich erst 2012 oder aus Langeweile ein Formel 1 Spiel gespielt. WRC, ich weiß gar nicht, wann Colin McRae, WRC, wann das jetzt alles so. Zeitlich gesehen steckt schon irgendwie fest und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich sehe nichts. Ich glaube, es war keine gute Idee, Weihnachten zu fahren. Ich bin immer gespannt, wie uns dann. Ich kann auch einfach nicht mehr fahren. Wir haben auch so viel von der Strecke vor uns. Wisst ihr was? Ich, ich tue jetzt aufgeben. Das wird nichts mehr mit drei Reifen, noch so ein großes Stück der Strecke im Dunkeln ohne Licht. Also, was habe ich noch gesagt, die ersten Meter in Monte Carlo, man kommt ein bisschen einfacher rein als bei Project Cars, war vielleicht ein bisschen gelogen, also ich denke mal Rallye allgemein auch braucht ein bisschen mehr Übung als ein normales Rennspiel, wo man jetzt auf einer asphaltierten Strecke seine Runden einfach nur im Kreis fährt. Okay, wow, ich wollte eigentlich noch gar nicht drücken. Nee, das war meine Steam-Freundesliste. Da hat das noch keiner. Ja, wir können auch sehen, was die anderen so für Probleme hatten. Problem mit Steuergerät, bei dem einen ist das Saugrohr gebrochen, der hat trotzdem Auspuff verloren, die Feder gebrochen, ist natürlich auch sehr angenehm. Öl leckt, Getriebe Öl leckt. Also die anderen hatten auch ein paar Problemchen. Wo sind diese zwei Rennen beiden nicht ins Ziel gekommen? Ich glaube, das sind noch gute Anzeichen, dass wir doch einfach mal eine Karriere starten, oder? Alle Events, Garage, Teamverwaltung, Meisterschaften. Schauen wir erstmal in die Teamverwaltung. Dein Team benötigt ein Fahrzeug. Ja, haben wir noch nicht. Okay, Garage. Können wir uns Autos kaufen. Okay, wir haben 50.000 Credits, sehen wir oben rechts. Damit könnten wir uns wahrscheinlich schon einen von den beiden Autos kaufen. Ja, die werden zum Ende hin immer teurer. Was kosten denn die letzten 650.000 Credits? Ja, also wir sind quasi gezwungen, uns einen von den beiden hier zu holen. Ja, Open Meisterschaft, drei Events in Griechenland. Hillclimb gibt es auch noch nicht. Ja, und dann müssen wir uns hier eben unser Auto kaufen. Also wir fangen wirklich ganz vorne bei denen an, müssen dann Geld verdienen, dass wir uns höherklassigere Autos kaufen können. So, schauen wir mal. Den Mini Cooper oder Lancia? Lancia ist natürlich 2.500 Credits teurer, aber sieht von der Leistung her besser aus. Gewicht bisschen mehr, könnte ein Vorteil sein. Man ist zwar natürlich dann auch wieder ein bisschen langsamer dadurch, dass das Auto mehr wiegt, aber man liegt halt auch ein bisschen besser in den Kurven. Und ja, Viergang, Frontantrieb, das ändert sich ja nicht. Wir kaufen uns mal den Lancia Full Wahrheit. Ja, den möchte ich kaufen. Okay, Lackierung können wir uns auch noch aussuchen. So, was nehmen wir denn mal? Sind jetzt alle nicht so der Hit. Bleiben wir mal bei der Orangen, würde ich sagen. Upgrades anzeigen können wir uns noch, okay. Fahrzeuge müssen vom Team weiterentwickelt werden, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.
Je längere Strecken du in einem Fahrzeug zurücklegst, desto mehr Erfahrung sammelst du in deinem Team. Mit dieser Erfahrung kann es Upgrades entwickeln, um es zu verbessern. Du kannst deinen Techniker und Boni zuweisen, um schneller Erfahrungen zu sammeln und schneller Upgrades entwickeln zu können. Beachte, vollständig entwickelte Upgrades werden erst nach Abschluss eines Events an deinem Fahrzeug installiert. Tja, da wir jetzt natürlich noch keinen blassen Schimmer von nichts haben und einfach hier in den Sport einfach reingerutscht sind, können wir hier jetzt noch nichts upgraden. So. Okay, und dann geht's auch gleich los. Ladescreen für die erste Etappe, die sieht da noch recht harmlos aus. Argolis, Griechenland, die Ipsona, Tu, Dasos oder so ähnlich. In dieser Griechenland-Rallye haben wir 4 Etappen. Sonnenuntergang wolkenlos, das ist unsere erste Etappe. 96% grober Schotter, 4% leichter Schotter. Bei den nächsten haben wir zumindest Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Die sehen jetzt auch noch relativ harmlos aus auf den ersten Blick, die Strecken. Ja, schauen wir mal, was uns hier erwartet. So, wir fahren wieder mit den ganzen Gefährten mit, die wir schon in unserem ersten Rennen hatten. Zumindest zu einem Teil, nicht vollends, aber der Argentinier, der Alvarez war ja schon dabei. So, Fahrzeug-Setup. Hab ich keine Ahnung. Hab ich ja schon, haben wir uns ja schon mal angeguckt. Ich tue jetzt einfach mal YOLO ein was verstellen. So. Das macht's jetzt bestimmt aus. Da habe ich jetzt bestimmt mir den Sieg damit geholt. Testfahrt machen wir nicht, kommen wir nehmen gleich am Rennen teil. YOLO. Seht ihr, grafisch sieht das Spiel echt in Ordnung aus. Kann man sich bedenkenlos geben. 3, 2, Sound hört sich 1, auch Start. Prima an. Rechts 4, halblang, in links 5, 60, Kuppe. Okay. Hier geht schön noch so links ein bisschen dann den Wald runter, ne? Ich guck mal, ob ich jetzt vielleicht einfach mal ein bisschen rechts 3 lang. Nicht auf Schnelligkeit, Geschwindigkeit fahre, sondern und links 2, halblang, nicht schneiden. Ich wollte versuchen, ein bisschen sicherer zu fahren, dass ich nicht unbedingt großen Unfall baue oder so. Ich kann mich auch nicht zurücksetzen. Ich hänge hier fest. Wow, ich kann mich auch nicht zurücksetzen. Kann ich neu starten? Das lasse ich. Möchtest du wirklich neu starten? Da habe ich dann keinen Neustartbonus um 1% 1000 Credits reduziert. Das ist ja auch doof. Dann setzen wir halt den Wagen zurück. Schaffen wir uns halt die. Nehmen wir halt echt die 15 Strafe mit. Das hat doch schon kurz alles versaut. Links 6, 8, ja, aber ich denke mal, der Karrieremodus wird hier jetzt auch nur darauf hinauslaufen, dass man bei drei Ländern die Etappen hintereinander weg runterspult, sich Credits verdient. 60. Mit den Credits kann man dann sein links Team vergrößern, kann man sich einen Wagen kaufen, kann man bestimmt auch Upgrades dann für seinen Wagen mit kaufen. Achtung, rechts 3, halblang. Ja, ich meine, gut, das willst du in der Rennspielkarriere auch viel mehr erwarten. Zudem wurde schon angekündigt, im Laufe der Zeit kommen dann noch Updates mit neueren Wagen, neueren Strecken, Etappen, in Achtung, rechts Ländern 5, dazu. Über 80, macht zu bis 2, verengt sich und rutscht. Typisches, nicht durch die links 6, halblang, nicht schneiden. Typisches Galiland, wie ich so ein WRC denke, auch immer rechts 6. So Schweden und Finnland, so Skandinavien, links 6, 80. Direkt durch den Schnee überall, war der auch immer oft mit dabei. Sekunden. Rechts 6 über 80, macht zu bis 5. Links 5 hängt nach außen. 80, Kuppe vielleicht Sprung. Da muss ich 120 durchdenken. Das Spiel, bevor ich hier kurz was reißen kann. Links 3 halblang, nicht schneiden, hängt ja, aber nach man kann außen. Zumindest in der Karriere ein bisschen. Wow. Ein bisschen mehr machen wie bei Project Cars. Rechts 4 also halblang, Project nicht Cars, schneiden. Da spielt man ja wirklich nur ein Rennen nach dem anderen ab, fährt in verschiedenen 60. Meisterschaften mit. Links 6 über Kuppe. Jetzt seit dem ganz gut wie Checker noch links zwei halblang. Rennen gemacht. Das waren zwei Rennen. In rechts 4 lang, 80, Kuppe vielleicht Sprung. Den wir uns zusammen ausgesucht hatten im Konfi-Check. Habt ihr rechts 6 über 100. Die Meisterschaft in meiner 60, Klasse dann auch Kuppe. Gewonnen. Die letzten beiden Strecken lang. Waren ein gekürztes Barcelona, also der Formel 1 Ring nur gekürzt, nicht ganz. In rechts 5 lang, macht du bis 3, 80. Und die dritte Strecke der Meisterschaft war dann noch ein gekürztes Monza. Links 2 nicht schneiden, macht auf. Strecke nochmal gekürzt. Ja, jetzt bin ich wieder in irgendeinem anderen kleine Kuppe vielleicht Sprung. Turnier bei Project Cars mit irgendwelchen Autos, wie ich nicht weiß, und links warum ich da überhaupt nicht bin. Die Supercard-Meisterschaft fängt erst in Kuppe vielleicht Sprung. An, was eben eine Hauptmeisterschaft ist, das Hauptteam. Achtung, links 6, rechts 1, halblang nicht schneiden. Also, das ist Einladung gekommen. Das Supercard sind irgendwie bis 2-3 Rennen oder so, das ist nicht mal so groß.
und links 4 lang. Da hat man doch hier zumindest mit dem Team aufwerten, neues Auto kaufen, Erfahrungspunkte sammeln, dadurch Auto verbessern. Und rechts 5 halb lang und links 6 100 rechts halten durch Senke. Ja, betrifft ein paar mehr Optionen stecken. Ich hab's ja schon links 6 unter dem Befehlcheck. Rechts 5 und links 6 80, rechts 4 macht zu. Ja, er macht Spaß, er ist aufgrund der Vielfalt des Spiels in links 3 nicht schneiden. Oh, und ab geht's. Macht wirklich Spaß, aber mir fehlt da, wie gesagt, ich hab's jetzt nur geschrieben, ein bisschen Pep drin, ein bisschen Liebe, dass man nicht nur die Rennen einfach... In rechts 4 über 80. Wie gesagt, die hat man ja noch das eine oder andere, was man zwischendrin machen kann. In links 5 halb lang. Bei Project Cars rechts 6. Man ja wirklich Achtung, rechts halten über Kuppe. In links 4 lang nicht schneiden. 100. Da würde ich sagen, muss ich nach links, okay. Da, ich sag Karrieremodus, würde ich da... Rechts halten über Kuppe. Mein gut. In links 5 über 100. Normales Rennspiel und Rallye-Spiel kann man jetzt schlecht vergleichen, aber was den Karrieremodus an sich Kuppe betrifft, verengt sich. Würde ich rechts sagen, 5 dass macht Zuges 4. Dodge Rally da die Nase ein bisschen vorne hat. Und links 5 Kuppe, rechts 4 nicht schneiden. Zumal in links 6 60 Kuppe. Ist ja auch so ein Spiel, hat man auch eine schöne Auswahl an Autos, auch wenn... Ja, eine schöne Auswahl an Autos gibt es ja auch noch einige, kommen noch welche dazu. Ne, für den Anfang eine gute Anzahl an Strecken, wie gesagt, wird auch was dazu gepatcht. Könnte, wenn man Postings gefahren ist, vielleicht schnell langweilig werden, wenn man nur die drei Länder hat, aber... Und rechts 1 halb lang. Da wird das eine oder andere schon mit dazu stoßen, früher oder später. 80, aber sonst, sag ich mal, wenn man allgemein jetzt ein kleines Review schon mal zu machen, würde ich dem gefällt mir Spiel eigentlich links 6 über Kuppe. Sagt, rechts 5 nicht schneiden, 100. Richtig auf voll. Achtung, verengt sich, ja, rechts 6 lang. Wenn es aber über Kuppe. So auf der 50, 60 Euro zugeht. Und links 6. Gerade noch ein bisschen mehr dazu. Was Autos und Strecken betrifft, aber das Grundspiel bleibt ja das gleiche, das ändert sich ja nicht. Und deswegen würde ich sagen... 100 durch Senke. Ja, deswegen... Oh, geht's ja jetzt ab hier. Deswegen würde ich sagen, wer Interesse an dem Spiel hat, wer sich das vorstellen könnte, sich das mal zuzulegen, Kuppe, vielleicht dann gehen. Doch am besten jetzt, wo es noch einigermaßen billig ist. Oh, wir haben eine Etappe geschafft. Wow. Ja, dann würde ich euch sagen, kauft es euch jetzt. Wartet dann nicht noch, bevor es erst wieder teurer wird oder so, weil ihr habt dann nur andere Autos und andere Strecken. Bezahlt dann aber mehr Geld. Und wie gesagt, das Spiel bleibt ja das gleiche. Deswegen kauft es euch jetzt und nehmt die anderen Autos und Strecken dann als gratis DLC einfach mit. Ich denke, mit dem Spiel, wenn man sich dann richtig reingefuchst hat, ich war immerhin 9. sehe ich gerade, geht doch, ist ja schon Erfolg, kann man hier echt eine Menge Spaß mit haben. Lässt sich, ja, ganz gut spielen, wenn man sich auch reingefuchst hat, hat man dann bestimmt auch ein bisschen mehr Spaß. Ich meine, 9. Platz von 16 kann ich, wenn ich mir meine ersten beiden Rennen so angeguckt habe, gut mitleben. Wird dann bestimmt auch von Strecke zu Strecke noch ein bisschen besser das Ergebnis. Kann ich im Grunde her sagen, okay, das ist der Gesamtzwischenstand nach Event 1 von 3. Jetzt wird alles die Zeiten im Endeffekt dann am Ende alles zusammen addiert und wer dann vorne ist. Hier gibt es ja nicht so diese Punkte, der erste 25 Punkte etc., sondern hier geht es einfach nach der Zeit. So, wie geht's denn jetzt weiter? Okay, wir werden jetzt einfach in die nächste Etappe geschmissen, wie es aussieht. Kann man dann wirklich bloß am Ende von Griechenland dann zum Beispiel sein Auto upgraden etc. Schätze ich mal, haben die glaube ich auch so... Ja, geht's dann sofort gleich weiter. Okay, das Rennen würde ich sagen, machen wir mal noch. Rechts 3 über 100. Sieht schön aus. Links 6 vielleicht über 100. Ja, aber um ein kleines Review zu machen, wie gesagt, macht Spaß. Sieht Achtung, links 5 echt Sprung. Schön aus, kann ich nicht meckern, ich sowieso nicht so die Grafik, soweit das Gameplay stimmt. Ich meine, ich würde jetzt wirklich total beschissen aussieht, dann würde es mich auch ein bisschen stören, aber ich bin da jetzt nicht so exzessiv, links dass ich sagen würde, boah, das Spiel hat eine scheiß Kantenklettung, das spiele ich nicht, das sieht dann mega kacke aus, deswegen sowas reg ich mich da nicht auf. Rechts 4, macht 2 bis 3 und sofort 90 Grad rechts, nicht schneiden. Lässt sich auch schön spielen, wie gesagt, wenn man noch ein bisschen reinkommt und dann... 60. Oh, noch ein bisschen das Bremsen übt, wann man denn am besten bremst. Dann wird das bestimmt auch noch ein bisschen besser klappen. Rechts 5, halb lang. Spiel bestimmt echt seine Freude haben.
In links 6 halbblank. Aussieht, damit er dann führen 60. Bestimmt nur auf die Vollpros. Kuppe in 90 Grad links, spät, nicht schneiden, 80. Rennen macht. Mal schauen, wie das dann rechts aussieht. Rechts 6 durch Denke, Kuppe. Falls wir in der Konfi irgendwie mal, wenn sie das sich in rechts 5 lang. Sollten irgendwann in links 1 lang. Da werde ich dann bestimmt, wenn man sich das so anguckt, ja, hinten mit vorn. In rechts 4 macht zu. So erfolgreich wie bei Formel 1. Ja, in rechts 5 halblang 80. Ich sag, für 30 Euro kann man echt nichts verkehrt machen, wenn man Interesse an dem Spiel hat. Rechts 2 macht zu, sich bis 1, 60. Das irgendwann zu holen, dann holt euch jetzt. Da sportet dann noch ein bisschen was verkehrt. Rechts 6 über Kuppe. 20 mit dem Genre ein bisschen anfreunden. Links 4 lang. So. Und links 2. Konzentrieren wir uns mal noch ein bisschen auf die Strecke. Es sieht ja bisher bis auf den einen Überschlag. Macht auf, 60. Nicht links ganz fünf, lang, so Überkuppe. Verkehrt aus. Vielleicht schaffe ich ja auf diese Rallye, wenn ich das so rechts 6. Kann. Den 7. Platz oder so statt dem 9. Links 6. Verläuft. Merkt es auch, dass da jetzt im Spiel viel Achtung, links 6, lahmer ist als den Peugeot, den man dem Nachtrend davon zum Beispiel. Links 6. Das ist die alten. Oh. In rechts 5 nicht schneiden, 60. Nicht so aus dem Arsch kommen, rechts die da drin, da haben wir ein bisschen mehr Kontrolle dann über das Auto. Das für den Anfang zwei, macht auf lang. Nicht den großen Topcorn anfängt, da kann man und sich links ein bisschen reinfuchsen in die nicht so schnellen Autos. In rechts 6, ich hab's auch gemerkt bei Project Cars, ich hatte da ein einziges Rennen zu einladen. In Achtung, rechts 5, macht nicht schneiden über Kreuzung. In 90 Grad links, durch Spritzwasser. Dann hat's auch noch, ich kam mit dem. Rechts 3. Ich bin echt dauernd gedreht mit dem, ich kam mit der Geschwindigkeit noch nicht zurecht. Ich muss mich da erst noch ein bisschen reinfuchsen und das Ganze. Mich hat's dauernd gedreht, dann hat's auch noch angefangen zu regnen. Ich hab rechts 3 halblang durch Senke. Auch unterwegs einen Reifen verloren, durch die ganzen Drehereien. Ich war nur am Schlittern, damit bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Da rechts 5, 60. War der Renault, mit dem ich da zum Beispiel gefahren bin, was ihr ja auch gesehen habt, war da viel angenehmer. Rechts 5 lang, in rechts 5 lang. Und ich glaube, wenn man sich jetzt meinen Fahrer jetzt anguckt im Vergleich zum ersten. Kehre Rennen, rechts 60. Geht dann die Lernkurve dann doch auch schon ein bisschen nach oben. Und, ja, entweder ist mein Lenkung jetzt auch schon ein bisschen kaputt oder der hat nicht so richtig Bock gehabt. Ja, man muss sich allgemein jedes Rennspiel um. In rechts 5 lang. Kein Rennspiel ist so wie das andere. Aber man muss in einem Rallye-Spiel rechts 45 über Kreuzung. Nur Simulation. Links 3. Sogar noch ein bisschen mehr wie bei Project Cars. Rechts 4 nicht schneiden. Man muss jetzt nicht unbedingt zumindest links 3 halblang nicht schneiden. 60. Schön auf die Tube drücken, wenn man vorne mithalten will. Ich links 4 lang über Kuppel innen halten. Wenn man um den ersten Platz mit vorne will, muss man und rechts 6 aufs Gas drücken. Ah, jetzt so für den Anfang. Achtung, ist erstmal ein sicheres Fahren, denke ich doch. Ganz gut. Das ist vielleicht erstmal angebracht, um hier reinzukommen. Und am besten zeitig bremsen, sodass man nicht dauernd irgendwo runterfällt. Links 6. Jetzt komme ich schon gar nicht mal den Berg hoch. Rechts 6 über Welle, 60. Geschafft. Vorsicht, rechts 5 lang, kehre links. Gleich fertig. Und eine große Hornadelkurve nach links. Und da kommen sie. Schon mal auf die Bremse steigen. In links 6 halblang 150 über Welle Senke. Über Welle Senke, okay. Haben wir dann noch mal ein bisschen. Das wäre natürlich dann angenehm, wenn das wie bei unserem Kollegen von die Federung kommt. Links 6 und rechts 6 über Welle 60. Das ist schön weh am Hintern. Achtung, links 6 halblang, Kuppelsprung, mittig halten und links 6. Kuppelsprung, mittig halten. Versuchen wir das mal. Davon in scharf rechts 40 sein. Bis Ziel. Okay, nochmal scharf rechts und dann das Ziel. So. Letztes Mal hatten wir über 2 Minuten Rückstand und diesmal nur eine 11. So, sind wir schon besser rangekommen. Ja, 6. sind wir dem Rennen sogar geworden. Wow, bin ich ja richtig stolz auf mich. Hätten wir jetzt, wären wir das einmal jetzt kurz vor Ende nicht noch abgeflogen, hätten wir uns sogar noch den 5. Platz geholt. Aber Platz 1 und 2, wow, war ja nicht mal eine Sekunde, war knapp eine halbe Sekunde zwischen den beiden. Ja, jetzt sind wir auch insgesamt auf den 8. Platz vorgerutscht. Ja, und ich denke mal, so wird das dann immer und immer weiter gehen. Ich speichere jetzt mal und gehe zurück zu den Menüs, dass man einfach Etappe für Etappe runterschrubbt. 10.000 Credits haben wir, da haben wir aber wieder ein kleines. Oh ne, hat ja 40.000 gekostet, 50.000 hat man. Gucken wir nochmal in die Teamverwaltung rein. Wir haben einen Teamleiter, die Fähigkeitsbewertung. Okay,
Was heißt das so? Motor, also wir sehen seine einzelnen Werte. Motor hat er 43, Turbo 48 etc. Ist auch schon ein bisschen in seinem Level angestiegen, weil wir jetzt zwei Rennen gefahren sind. Führungseffizienz hat er 48. Ein Team ist nur so kompetent wie sein Leiter. Dieser Wert gibt an, welche Leistungen du von deinen Technikern beim Reparieren deiner Fahrzeuge erwarten kannst. Okay. Teamfertigkeit Techniker 48, den Rest ist eher so bescheiden. Und da unten rechts sehen wir noch ein paar kleine Boni, die es wahrscheinlich gibt, wenn man so und so viele Kilometer mit dem Teamleiter dann gefahren ist. Okay, und hier können wir uns dann noch vier Techniker-Slots kaufen. Der erste mit 1000 Credits, danach wird es dann schon teurer. Würde ich sagen, kaufen wir uns den Slot gleich mal noch, dass wir uns hier 9000 Credits haben wir jetzt noch. Vielleicht können wir uns ja schon einen Techniker holen. Ja, das sieht doch gut aus. Ich würde sagen, da wir mit dem Auto erstmal ein bisschen rumfahren werden, können wir gleich hier einen Techniker für 8000 kaufen. Bis wohin geht das denn? 8400 können wir uns auch noch besorgen. Haben wir uns gleich mal unsere ganzen Credits auf den Kopf. So, müssen wir ein bisschen vergleichen, was die so alles können. Okay, die haben Verträge, wie ich sehe. 40 Etappen kosten 8400 Credits. Das heißt, die bleiben nicht für immer bei uns, sondern nur 40 Etappen lang. Die anderen bleiben zum Beispiel bloß 32 Etappen, aber ich denke mal, dass man in 8 Etappen schon die 400 Credits noch dazu verdienen kann. Ich hoffe mal, dass man allgemein ganz gut Credits verdienen kann, dass man sich das dann auch mit der Zeit leisten kann. Aber 40 Etappen ist ja nur eigentlich schon eine ganze Menge. Komm, wir knallen einfach mal das alles auf den Kopf hier. Schauen wir mal, inwieweit sich die einzelnen Stats so ändern. Herr Kobayashi ist relativ ausgeglichen, ist bei der Antriebswelle ziemlich gut. Der Leroy ist beim Motor, beim Turbo recht scheiße. Der ist auch ziemlich ausgeglichen, bei den Bremsen ist er ziemlich gut. Ich denke, Bremsen würden uns vielleicht sogar, wenn ich mir das ein oder andere Mal angeguckt habe, die Kurven ganz gut tun. Tja, der Herr Matkovic, ich begrüße Sie in meinem Team. Ja. Eine Fertigkeitswertung von 65 und auch 4 von diesen 5 Kästchen, weiß nicht was das heißt, ob das sowas wie Potenzial ist oder sowas oder allgemein so ein Hinweis, okay, der ist so gut. 40 Etappen wird er uns jetzt zumindest mindestens begleiten. Okay, da unten steht Vertrag. Vertragverlängerung kostet nochmal 8400 Credits, also da ändert sich nichts dran. Schauen wir nochmal in unsere Garage. Da könnten wir noch mal die Lackierung ändern. Okay. Wir sind zumindest so weit, dass wir bald ein Motor-Upgrade haben. Wir sehen es ja da links, wenn die Leiste hier voll ist. Was ich jetzt mal nach dem nächsten Rennen so sein wird, steigen wir mal schon von 91 auf 115 PS. Ist ein ganz schöner Sprung, geht ganz schön hoch. Vielleicht kann man ja dann, weiß nicht, inwieweit sich die anderen, die KI-Autos so verbessern, aber vielleicht können wir da dann doch noch ein bisschen mehr mithalten oben. Wobei, Rallye ist ja jetzt nicht immer nur PS, sondern Rallye besteht auch aus vielen Kurven. Und da muss man sich da ein bisschen reinfuchsen. Tja, Hillclimb gibt es leider noch nicht. Hätte ich jetzt richtig Bock drauf, hätte ich mir mega gern angeschaut, Hillclimb, wie das so aussieht. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal so alles, was es in dem Spiel zu entdecken gibt, uns angeschaut. Deswegen würde ich sagen, das war's für den Config-Check Nummer 2 von Dirt Rallye. Kleines Fazit habt ihr ja jetzt so schon während des letzten Rennens so gehört. Nochmal kurz, wer sich damit anfreunden kann, wer auf das Genre steht, wer mal Lust hat, sich ein Rallye-Spiel zu holen, holt's euch, aber am besten jetzt noch, und zwar, wo es noch 30 Euro kostet, bevor es später 50 Euro kostet und ihr dann bloß noch gratis Wagen und noch mehr Strecken dazu habt. Das kriegt ihr, wenn ihr es jetzt kauft, das Spiel sowieso dazu, von daher jetzt zuschlagen, nicht noch warten, bevor der Preis nach oben geht. Habt ihr dein Geld gespart. So, das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich weiß jetzt nicht, wann der nächste Confi-Check so kommt. Vielleicht schaue ich mir mal ein bisschen Witcher 3 an. Mal schauen. Vielleicht macht ja auch der ein oder andere von unserer Confi-Gruppe mal einen Confi-Check. Werdet ihr ja sehen. Es wird jetzt auch nicht regelmäßig kommen, sondern nur, wenn es eben was zu checken gibt. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.